Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben. Wir werden jetzt den Feldräuber erstmal kalt machen. Und dann sind wir auch gleich wirklich schon da. An den Ort, den wir aufsuchen sollten. Allerdings erinnere ich mich auch gerade, oder ich habe mich gerade in der Pause dran erinnert, dass es da vor nervtötenden Gegnern nur so wimmelt. Da freue ich mich jetzt überhaupt gar nicht drauf. Logischerweise. So, was haben wir denn hier oben Feines? Haben wir hier irgendwelche Kräuter? Irgendwas zum Einsammeln? Irgendwas Nützliches? Eine Steintafel? Nichts? Dann halt nicht. Dann lassen wir's. Wenn du nicht magst, mag ich auch nicht. So. Oh. Das ist blöd. Ich glaube nicht, dass wir schon irgendwas gegen einen Snapper unternehmen können. Kriegen wir den... Also, wir kriegen den nicht geplättet. Es sei denn, wir setzen Magie ein, jede Menge. Das will ich aber nicht, weil ich können wir uns aber dran vorbeischleichen. Das wäre jetzt mein Ansatz. Ja, schleichen brauchen wir nicht. Das Vieh sieht uns ja. Ja, das ist suboptimal. Gut, auf diese Weise komme ich hier also nicht rein. Dann muss ich eben noch ein Stück hier weitergehen. Da hinten ist nämlich noch ein Übergang. Da haben wir auch schon Blutfliegen. Dann kann ich die auch wieder ausschlachten. Das haben wir ja jetzt gelernt. Und mit dem neuen Bogen machen wir die ruckzuck kalt. Alles toll. Die Welt ist schön, der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Alles top. Ja, die Fliegeviecher zu erwischen ist natürlich eine Kunst für sich. Na komm. So. Wir kriegen jetzt den Stachel und die Flügel. Nicht zu plündern. Mit dem Stachel können wir später sogar noch ein bisschen was anfangen, deswegen werde ich den jetzt erstmal nicht verkaufen. Ich glaube, der lässt sich später zum Heilen einsetzen für eine gewisse Zeit. Irgendwann stumpft man aber gegen die Wirkung des Stachels ab und dann kann ich die Dinger verkaufen. Wir werden noch genug davon einsammeln, das könnt ihr mir glauben. Da vorne ist ein Scavenger. Oh, eine Schatulle legt hier einer einfach so hin. Eigentlich ist das voll kacke, was wir machen, ne? Gerade als Novize im Innos-Kloster. Ein bisschen suboptimal. Schön, dass du so schnell gestorben bist. Das freut mich. Und ich freue mich auch schon über den Klumpen Geld, der uns bevorsteht, wenn wir das alles hier zu Constantino gebracht haben. So, hier haben wir noch zwei Scavenger. Na, bitte den, der am nächsten dran ist. Ganz locker flockig von der Hand. Blöd nur, dass jetzt keine Kräuterhexe in der Nähe ist, aber ich hoffe einfach mal, dass da in der Pyramide ein Bett ist. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ob da vielleicht eins war oder nicht. Hier gibt's so viel zum Einsammeln. Ist ja fast schon ermüdend. Vor allem zum Zugucken wahrscheinlich, ne? Ist gerade nicht ganz so aufregend. Aber damit muss man halt leben. Man kann ja vorspulen, diese Möglichkeit hat man ja bei YouTube. Oder die Folge einfach zumachen und die nächste Folge angucken. Alles kein Problem. Allerdings möchte ich dann keine Fragen sehen wie... Wann hast du das und das gemacht? Alles, was ich hier mache, mache ich on air, sozusagen. Also während der Aufnahme. Also gibt es immer die Möglichkeit zu sehen, was ich tue und wann ich es tue. Deshalb möchte ich solche Fragen bitte nicht haben. Im Idealfall.
Ich flippe natürlich nicht aus, wenn mal eine so eine Frage kommt. Das kann mal sein. Dass man sich wirklich nicht dran erinnert. Oh, schwarze Goblins. Gegen die kommen wir ja auch schon so halbwegs an, ne? Wie haben wir das gemacht mit Magie das letzte Mal wahrscheinlich? Die müssen wir auf jeden Fall aus dem Weg räumen. Dahinter sind... Oh, ein Schattenläufer. Ja, es wird schon langsam dunkel. Das ist klar, dass der jetzt wach ist. Okay, dann... Ich würde sagen, wir rennen einfach über die Pyramide. Das ist mir dann zu riskant da hinten. Und hier sind Feuerwarane. Die sind auch nicht gerade die freundlichsten Gesellen. Deswegen gehe ich dem Ganzen mal jetzt schön erstmal aus dem Weg. Na komm. Da ist auch wieder eine Steintafel. So, was haben wir denn hier oben drin? Haben wir überhaupt irgendwas drin? Haben wir. Gold. Das ist schon mal nicht schlecht, aber wenn ich hier jedes einzelne Goldstück einsammle... Ach, hier ist natürlich eine verschlossene Truhe drin. Wir müssen unbedingt diese Fertigkeit lernen. Aber dafür müssen wir halt erstmal... Was war das? Das klang irgendwie so magisch. Vielleicht ist hier irgendwas in der Pyramide drin. Das ist sogar gut möglich. Weil, wie wir gleich sehen werden, hier ist eine Ausgrabungsstelle. Und es kann durchaus sein, dass sich dieser Komplex unter der Erde bis hier in die Pyramide reinzieht. Das wäre sogar logisch eigentlich. Hier ist noch ein Goldstück, komm. Hier können wir jetzt gefahrlos langlaufen, denn der Troll, der hier normalerweise wäre, den gibt's hier nicht. Und hier ist der Boden schön aufgeruppt. Jetzt muss ich bloß schauen. Oh, das hätte jetzt böse ausgehen können. Ja, hier sind die Snapper. Da kommen wir nirgends lang. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen suboptimal, dass es dunkel wird. Aber da werde ich jetzt leben müssen. So, jetzt gucke ich einfach mal. Riesenratte, ja gut. Gegen die haben wir jetzt eigentlich noch nichts. Die kann ich auch locker mit dem Schwert töten. Also nicht locker. Locker läuft überhaupt gar nicht. Oh. Ja, da sind wir schon an der... An der Stelle, wo die Erdbeben am heftigsten sind, ne? Ist ja hier quasi die Quelle. Wenn drei Riesenratten auf einmal kommen, dann heißt das für uns, dass es nicht gut ausgeht. In den meisten Fällen. Würdet ihr bitte sterben? Danke. Nichts zu holen. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier in diesem Tempel eine Stufe aufsteigen werden. Es sind ja zum Glück nur Riesenratten, ne? Ich glaube, hier sind auch irgendwo noch Goblins. Und wenn wir die dann bezwungen haben, ist der Weg frei zu den Wassermagiern. Und immer schön in die Ecken gucken, ob da irgendwas liegt möglicherweise. Die Wassermagier haben nämlich überraschend viel übersehen. Ja, jetzt werde ich mich erstmal heilen müssen. Mit Fleisch am besten. Das ist eh bald weg. Und ich sehe gerade, dass wir nicht geschlafen haben, denn ich habe immer noch leicht gesenktes Mana. Das hätten wir nicht mehr, wenn ich mich, wenn ich geschlafen hätte. Oh, hier ist sogar ein toter Steinwächter. Die haben wir im Intro auch gesehen. Was war das gerade? War da irgendeine Steinplatte jetzt drin? Das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt. Verdammt. Ich klicke das immer zu schnell weg alles. Aber anscheinend schon. Also wir haben... Bogenschütze, Armbrustschütze, Lebensenergie, Magie, Lebensenergie, Einhandkampf. Das haben wir sogar zweimal, das ist richtig gut.
Magie 1 haben wir auch dreimal. Lebensenergie 1 dreimal. Wenn wir jetzt noch Bogenschütze 1 ein paar Mal hätten, dann wäre das richtig, richtig geil. Da würde ich mich richtig freuen. Der Gürtel ist voller Münzen. Ein paar Münzen klimpern darin. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, welcher Geldbeutel jetzt für Greg war. Oder von Greg, besser gesagt. Kann ich jetzt definitiv nicht sagen. So gern ich es auch immer täte. Wir machen deutlich mehr kritischen Schaden so inzwischen. Ich bin vor allem gespannt, ob Saturas bei den Wassermagiern ist. Sollte er ja eigentlich. Er war ja der Anführer der Wassermagier. Oh. Er war Anführer der Wassermagier im neuen Lager. Deswegen wird er wohl hier auch irgendeine Funktion innehaben. Und wir haben hier untote Goblins. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich dachte, es wären normale gewesen. Oder wenigstens schwarze. Aber dass es Untote sind, das wirft mich jetzt ein bisschen aus der Bahn, muss ich sagen. Hm. Wie reagiert ihr denn auf den großen Feuerball? Mal austesten. Macht den nicht wirklich viel aus. Okay. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als an ihm vorbeizulaufen. Und zu hoffen, dass hier irgendwo ein Wassermagier in der Nähe ist. Der diese Viecher dann töten kann. Alter, Hilfe. Also wenn uns jetzt einer erwischt, dann sind wir innerhalb von wenigen Sekunden tot. Würdet ihr mich bitte in Ruhe lassen? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Eins sagst du auch noch. Er tötet die alle. Nein! Ein Mist, viel weniger. Du hast gerade ungefähr 5 getötet, aber gut. Ja, das ist übrigens Saturas. Mir tut das zwar leid, dass ich die Erfahrung jetzt nicht sammeln konnte, aber es geht nun mal nicht anders. Man ist in dieser Position dieses Spiels einfach noch nicht stark genug, um gegen untote Skelette, also gegen untote Goblins zu kämpfen. Das ist einfach nur Wucher. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Das ist verschenkte Erfahrung. Steinwächter. Hier ist wirklich nur eine alte Münze dabei. Ist hier noch irgendwas? Nö. Gut, Saturas. Warte mal, was war hier gerade? Okay, Skelett. Saturas. Der dreht sich schon für uns. Er wird sich, glaube ich, nicht freuen, uns zu sehen. Wenn ihr euch an den ersten Teil erinnert. Da haben wir ja die magische Energie aus dem Erzhaufen genommen für unsere eigenen Zwecke. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ich glaube, es ist egal, was wir hier sagen. Ich wusste auf jeden Fall, was ich tat. Ich habe ja Milton dazu gedrängt, das zu machen.
Es war notwendig, euer Plan hätte sowieso nicht funktioniert. Ich glaube, beleidigen wollen wir jetzt nicht unbedingt. Sagen wir einfach das Erste. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinnis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Ja, ich denke auch. Hey, du. Aber ich sollte doch eigentlich... Habe ich den Zettel nicht mehr? Habe ich den aus Versehen verkauft oder was? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Muss ich ehrlich gestehen. Hier ist wieder nichts in den Ecken. Ja. Hier ist auch schon der nächste Wassermagier. Ja, ich würde aber sagen, weil das Folgenzettel ist schon wieder um. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und dann werden wir mit den anderen Wassermagiern sprechen und ja, eventuell herausfinden, was mit dem Zettel passiert ist, weil das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Vielleicht sollte ich auch zu einem anderen gehen. Naja, das werden wir dann schon feststellen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.